Ich denke, jeder von euch kennt die Momente, in denen sich das Leben komplett verändert und nichts mehr so ist, wie es mal vorher war. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Wendepunkt, die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret gewesen, beziehungsweise auch die Umstellung auf die vegane Rohkost. Und in dem Video möchte ich euch einfach erzählen, was sich bei mir alles körperlich, vom Köpfchen her und von der Mentalität einfach alles geändert hat. Also dranbleiben, lohnt sich. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Auf die schleimfreie Heilkost und der veganen Rohkost bin ich 2007 gestoßen und da habe ich das auch relativ schnell auch gleich umgesetzt, habe ich sozusagen mein Essverhalten bzw. die Richtung meines Essverhaltens für mich selber festgelegt, sehe ich auch die letzten 5 Jahre auch konsequent durch. Und was ich auch gemacht habe, ich habe vor fast 4 Jahren auch angefangen mit Tai Chi, also mit der Kampfkunst. Ist jetzt auch ein wesentlicher Faktor, wenn ich dann euch weitere Sachen erzähle, wie sich mein Körper verändert hat. Da spielt natürlich die Kampfkunst, Tai Chi, Qigong, die ganzen Dehnübungen, Kraftübungen natürlich auch mit. Also grundsätzlich diese Veränderung, die ich an meinem Körper auch feststellen durfte durch die schleimfreie Heilkost, ist einerseits, dass sich viel mehr Hitze und Kälte aushalten kann. Also das merke ich jetzt zum Beispiel im Winter. Das ist das erste Jahr, wo ich jetzt auch zum Beispiel bei 8 bis 10 Grad mit kurzer Hose und diesem Muskelshirt zum Beispiel auch rumlaufe. Wenn die Sonne scheint, dann laufe ich auch nur mit der Badehose rum, wenn ich zum Beispiel trainiere oder Tai Chi draußen in der frischen Luft mache. Und allgemein habe ich auch bis jetzt keine Mütze angezogen, Winterjacken. Also wenn ich das so im Vergleich zu meinem Umfeld betrachte, merke ich einfach, dass ich sehr leicht bekleidet bin. Und da sind auch schon einige Leute bei mir in der Umgebung gekommen, also auch ältere Damen auch sozusagen, die mich sehr gelobt haben, dass ich sehr sportlich bin, die sich halt ziemlich dick angezogen haben und mich dann gesehen haben und sich dann gewundert haben, wie ich das überhaupt machen kann. Und das habe ich jetzt dieses Jahr vermehrt festgestellt, dass meine Kältetoleranz auch durch die Abhärtung, durch die Dehnung, dass halt meine Faszien weiter auseinander gedehnt werden, nicht so verklumpt sind, ist auch ein wesentlicher Faktor. Und einfach auch durch die Entschlackung und Entschleimung, dass mein Körper da der Blutkreislauf und die Arterien und Venen halt einfach frei sind, dass das Blut schön zirkulieren kann und das nicht verklumpt ist durch den Schleim zum Beispiel. Dass ich da auch einfach merke, dass da das Blut besser zirkulieren kann, ich mich viel schneller wärme, auch wenn ich zum Beispiel wasserhaltige Früchte zu mir nehme, dass ich dann nicht so schnell abkühle, sondern dass mein Körper dann relativ schnell, wenn ich mich anfange zu bewegen, sich wieder aufwärmt und mir dann, dass die Kälte dann auch entweicht. Deswegen bin ich auch ziemlich leicht bekleidet. Und im Sommer merke ich auch zum Beispiel, wenn ich im Folientunnel bin, dass ich ohne irgendwelches Wasser zu trinken, auch im Tunnel mehrere Stunden arbeiten kann, wenn dann mal auch 30, 40 Grad sind, wird zwar für mich auch irgendwann noch etwas anstrengender, aber ich habe noch keinen Kreislaufkollaps oder ähnliches gehabt und ich trinke ja sowieso nichts über den Tag hinweg. Ich trinke ja nur Säfte oder wasserhaltiges Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Gurken oder Früchte. Und da im Hochsommer ist mir noch nie passiert, dass ich da irgendwie schwindelig geworden bin, dass ich nicht genug getrunken habe oder sowas. Und ich einfach merke im Vergleich zu meinem Vater zum Beispiel, dass ich in der Hitze viel länger arbeiten kann als er und viel weniger schwitze. Das ist zum Beispiel auch eine beträchtliche Veränderung am Körper. Ich schwitze viel weniger und mein Schweiß ist nicht mehr so intensiv. Genauso wie meine Ausscheidungen vom Kot zum Beispiel, der auch nicht mehr höllisch stinkt, sondern das einfach durchflutscht. Liegt auch daran, dass ich auch zum Beispiel die natürliche Hocke mache.
und so wie unsere Toilette aufgebaut ist, dass da nicht die Leute in diesem 90-Grad-Winkel hinhocken. Das ist nicht optimal, so sind wir nicht gebaut. Wir sollten eigentlich da in so einem spitzen Winkel sitzen. Deswegen hebe ich auch die Beine an, damit ich dass ich so diesen spitzen Winkel erzeuge, dass die Ausscheidungen da besser ablaufen können. Aber da habe ich auch gemerkt, dass meine Ausscheidungen viel weniger riechen und die auch die Konsistenz auch nicht mehr so hart ist erstmal, so ein bisschen flüssig, flüssig nicht, sondern ein bisschen ja, ganz weich, halt einfach sehr angenehm, dass es halt auch hinten aus dem Darm zum Beispiel mit rauskommt. Und ich muss auch zum Beispiel nicht mehr pressen. Das ist auch eine Sache, die ich hier auch mit erwähnen möchte, weil es ja auch zum Punkt Gesundheit dazugehört, dass seine Ausscheidungen überprüfen, wie die denn beständig sind, ob das schmerzt, wenn ich das ausscheide oder nicht. Und da muss ich einfach sagen, es flutscht halt einfach. Scheiße! Leck mir was! Ja, wenn ich zum Beispiel Wunden bekomme durch Kratzen, Schnittwunden oder sonstige Verletzungen oder Prellungen, da habe ich festgestellt, zum Beispiel bei den Schnittwunden, dass die sehr schnell gerinnen. Also, dass da nicht so viel Blut fließt zum Beispiel, das nicht mehr vereitert bei mir und dann, wenn ich zum Beispiel faste, nach 2, 3 Tagen dann verheilt. Also meine Wundheilungsfähigkeiten sind enorm gestiegen, Blut vereitert nicht mehr, es gerinnt ziemlich schnell, also da fließt nicht so viel Blut nach und da mein Blut ist auch nicht mehr so dünn wie davor, also wo ich halt vorher die ganze Zeit gegessen habe, also eine schöne Konsistenz auch. Und wenn die Wunden verheilen, das ist auch sehr interessant, dann tun die nicht so weh, wenn ich die anfasse oder sowas. Das sind einfach nur ganz normale Schnittwunden. Also davor, wo ich dann 15, 16 so in meiner Jugendzeit war, vor ungefähr 7, 8, 9 Jahren, da, wenn ich mal mich verletzt habe, das hat dann richtig stark gealtert, hat auch lange weh getan, weil ich das nur angefasst habe oder nur irgendwie die Körperteile ein bisschen bewegt habe und da haben die Wunden auch richtig lange gebraucht zum Verheilen und jetzt mit der veganen Rohkost, vor allem wenn ich dann noch faste, da merke ich halt einfach, wie schnell meine Wundheilungsfähigkeiten da auch geworden sind. Merke ich auch zum Beispiel bei Sonnenbrände, dass die, wenn ich mal im Hochsommer stundenlang draußen bin, dann ist für gewöhnlich meine Haut knallrot, aber ich hatte noch keinen Hautkrebs oder sonst irgendwas da gehabt oder Hautkrankheiten, sondern der Sonnenbrand, der hat nicht mal wehgetan so richtig. Und wenn er mal richtig wehgetan hat, dann bin ich einmal in ein basisches Bad reingegangen und dann über Nacht waren die dann so gut wie weg, die Sonnenbrände. Wenn überhaupt, dann haben sie mal so 2, 3, 4, 5 Tage gebraucht, dann war auch der schlimmste Sonnenbrand weg, wo die meisten Leute dann Panik haben, ob sie irgendwie Hautkrebs bekommen oder nicht. Und da merke ich halt auch wieder, wie hoch meine Selbstheilungskräfte da, sagen wir mal, die Selbstreinigungsfähigkeiten vom Körper sind, wie halt mit den Sachen jetzt schon viel effizienter auch umgeht, also so gewöhnliche Verletzungen oder Sonnenbrände oder sowas, die einfach bei mir sehr schnell verheilen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung und zwar habe ich 2 neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Besonders bei meinen körperlichen und sportlichen Leistungen merke ich einfach auch, wie da das immer sich stetig steigert. Also zum Beispiel beim Sport, ich habe jetzt die letzten Jahre nie einen Muskelkater gehabt. Egal, ob ich jetzt zum Beispiel täglich meinen Sport mache, also ich mache zum Beispiel eine Stunde Krafttraining mit Laufen, Aufwärmen, Ganzkörpertraining, soll ein Hochintervalltraining sein, habe ich auch zum Beispiel in einem Video gemacht, was ich euch oben verlinke über das Intervallfasten, warum ich das zum Beispiel mache, auch in Bezug zu Sport. Da meine ich noch ungefähr 2,5 Stunden Tai Chi mit den Übungen und alles, was damit dazugehört. Und wenn im Sommer, dann kann es auch mal passieren, dass ich dann, was ich jetzt letztens auch gemacht habe, mit der Schubkarre hin und her fahre, Erde hin und her schippe mit der Grabgabel, was Schweres trage. Und das habe ich hatte schon mal wirklich Tage oder Sommertage, wo ich in der Hitze sehr durch den Garten sehr körperlich aktiv war und danach trotzdem noch in den Tai Chi-Unterricht gegangen bin, noch eine Stunde Krafttraining damit gemacht habe und neben der eine Tai Chi-Stunde noch nebenbei auch so 2 Stunden Tai Chi da auch an dem Tag gemacht habe. Und am nächsten Tag hatte ich immer noch keinen Muskelkater. Liegt einfach daran, dass halt der Körper basisch ist und durch die Tiefenatmung ich da auch nicht mehr die Laktate dadurch produziere, weil mein Körper basisch ist. Und das ist einfach für mich
Ich finde es super, also überhaupt gar keinen Muskelkater mehr zu haben. Ich kann jeden Tag Sport machen ohne Probleme und da das auch mit Freude zu machen, da wo ich dann 17, 18 war und dann immer jeden Tag 2 Stunden trainiert habe, da war am nächsten Tag manchmal auch die Hölle los bei meinem Körper. Das war dann das reinste Schlachtfeld, das habe ich da jetzt nicht mehr. Zumal ich auch, wenn ich zum Beispiel faste, das habe ich dann auch festgestellt, dass meine Gelenke und auch die und die Bänder und alles Mögliche, die kann ich einfach auch sofort belasten. Also das heißt, ich kann zum Beispiel, während ich gefastet habe, das habe ich gemerkt, ich habe keine Hemmungen, einfach von 0 auf 100 loszusprinten. Das schaffe ich, ohne mir irgendwie was zu reißen, ohne irgendwelche Dehnübungen zu machen zum Aufwärmen. Das kann ich zum Beispiel vom Fußball, wenn man das nicht macht, dass man sich da irgendwie was zerrt oder sonst irgendwas reißen könnte. Und das habe ich zum Beispiel beim Fasten immer vermehrt festgestellt, dass ich dann einfach von 0 auf 100 ohne Aufwärmen lossprinten kann. Gar keine Blockaden zum Beispiel in den Füßen habe oder in den Beinen und einfach loslaufen kann. Und das merke ich halt auch immer beim Training oder so. Ich habe gar keine Gelenkschmerzen mehr, was ich früher häufig gehabt hatte. Habe ich jetzt null, null Gelenkschmerzen oder sonstige Entzündungen oder Wehwehchen, die mal oftmals vorkommen können, wenn man sehr viel Krafttraining macht oder Bodybuilding. Das hatte ich früher sehr oft. Und jetzt, wo ich es wieder angefangen habe mit dem Muskelaufbau, weil viele, die zum Beispiel meine Videos verfolgen, ist es halt so, dass ich bei den ersten Videos war ich ja ziemlich dünn, da habe ich mit der Rohkost angefangen, mit der scheinfreien Heilkost. Und da ist es halt so, das ist diese Abbauphase, weil unser ganzer Körper ja durch die industrielle Kost ziemlich zugeschleimt sind und der Körper möchte es natürlich ausscheiden. Und wer mir das jetzt nicht glauben möchte, den empfehle ich einfach mal die Bücher von Arnold Ehret. Da werde ich unten noch einen Link machen, wo ihr euch die Bücher zum Beispiel besorgen könnt. Das ist sehr empfehlenswert, da könnt ihr euch mal durchlesen und eure eigenen Erfahrungen machen. Wie gesagt, das ist eine Abbauphase, unser Körper ist ziemlich zugeschlammt und zugemüllt. Und wenn man mit der veganen Rohkost halt anfängt, dann baut man halt einfach ab. Je nachdem, wenn man kann man es halt natürlich auch beschleunigen, wenn man wenig isst, viel fastet gleich am Anfang und viel Obst isst, dann verliert man ziemlich schnell Gewicht, verliert auch ziemlich viel Muskelmasse. Und das sind dann die Leute natürlich Mangelerscheinungen, was eigentlich gar keine Mangelerscheinung ist. Das ist einfach eine sehr starke Entgiftung. Blasphemie! Und wenn mir jetzt jemand sagen möchte, ja, der glaubt es nicht oder ich rede nur Kacka, sage ich mal, dann muss ich ihm einfach nur, ja, kann er sich einfach die weiteren Videos anschauen, meine Anfangsvideo und meinen jetzigen Zustand und kann mir dann bitte mal erklären, dass ich jetzt am Tag 20 Stunden intermittierendes Fasten mache im Vergleich zu früher. Viel längere Fastenperioden habe, über längere Zeitraum im Jahr viel mehr faste. Und im Vergleich zu Anfang habe ich noch rote Beete, Kürbis und alles Mögliche gegessen, auch Süßkartoffeln. Sprossen mache ich heute nicht mehr. Ich esse sehr wasserhaltig, ungefähr 70% auch Früchte nur. Mandarinen, Cherimoya, Äpfel, Kirschen, wenn halt die Saison halt auch alles Mögliche ist, also Obst. Und dann Tomaten, Gurken und manchmal auch Avocados und sowas mit dabei, aber sehr obsthaltig und sehr wasserhaltig. Und ich nehme trotzdem jetzt gerade zu, ich wiege wieder 65 Kilo, baue auch viel mehr Muskeln auf und das soll mir jemand erklären. Ich nehme auch keine Supplemente und ich achte auch nicht auf die Kalorien. Ich glaube, ich nehme sogar viel zu wenig Kalorien. Also da gibt es auch ein Buch von Gavalina Shatalova, werde ich euch unten auch verlinken. Wir fressen uns zu Tode. Da sagt ihr das auch zum Beispiel sehr schön, dass wir halt gar keine diese 2000 Kalorien mehr oder weniger einfach nur die Theorie ist, genauso wie mit diesen Nährstofftheorien, wo dann die Leute einen schönen Markt daraus gemacht haben, um Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Dass man halt dann da irgendwie liposomales Vitamin Ding braucht und da noch irgendwas, kollodiales Silber, Gold, Vitamin C, D, B12, B17 oder sonst irgendwas, wo du dann eine ganze Liste voll Nahrungsergänzungsmittel hast, die du eigentlich zu dir nehmen solltest. Ich nehme da überhaupt nichts davon, halte mich auch nicht an diese Kalorientheorie, also ich halte mich nicht an die Nährstofftheorie und Kalorientheorie. Und das soll mir jetzt mal jemand erklären, dass ich nicht gestorben bin. Also unter meinen Videos von damals schreiben mir auch die Leute, wenn ich kein Fleisch esse oder irgendwie sowas aufgrund meines seltenen Körpers, fresse ich mich selber auf, ich dürfte keinen Sport machen. Und ich werde dann in die kommenden Jahre sterben. Gibt es auch sehr schöne Kommentare darunter. Also sonst werde ich halt sterben und ich warte halt immer noch auf den Tag, an dem ich halt
meinen Körper hier verliere, dass der zugrunde geht, ist irgendwie nicht passiert. Und mir geht es immer noch besser denn je und die Kurve geht also weiter nach oben. Also von daher, wie kann das eigentlich sein? Ich hoffe, einer von euch, der mir das jetzt nicht glaubt, hat eine sehr gute Erklärung, wie das sein kann, dass ich wieder aufbaue. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise! Kurzsichtigkeit ist auch bei vielen ein Problem und auch bei mir hat sich die Kurzsichtigkeit schon ziemlich verbessert. Also in meinen letzten Videos trage ich ja immer gerne diese Lochbrille. Das ist eine Augentraining-Brille. Die trage ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder nicht Auto fahre oder sonst irgendwas da und ich auf die Brille zum Beispiel nicht angewiesen bin, dann trage ich die halt sehr gerne, weil die ja dadurch die Augen nochmal viel besser trainiert, weil die sich nicht so auf einen Punkt fokussieren müssen, sondern einfach in Bewegung sind, einfach wie ein Muskel halt die Augen. Und durch die schleimfreie Heilkost habe ich auch gemerkt, dass meine Sehkraft auch immer besser wird. Ich glaube, die hat sich auch schon wieder um die Hälfte halt gebessert. Wo ich mit der schleimfreien Heilkost angefangen habe, da hatte ich ungefähr -9 Dioptrien auf die Augen. Das ist eine ziemlich starke Kurzsichtigkeit und das wird jetzt immer von Jahr zu Jahr besser und da könnt ihr auch mal gespannt sein, wenn ich mal ohne die Brille hier rumlaufen kann und gestochen scharf wie ein Adler sehen kann. Aber da auch, also die schleimfreie Heilkost hilft euch auch von dieser Brille, von dieser Fessel loszukommen. Also je weniger, desto besser die Ertragung und Augenübungen machen. Durch meine Essweise und der Reinigung habe ich auch viel mehr Energie. Das merke ich ja auch einfach daran, dass halt die Rohkost sehr leicht ist. Also das kenne ich auch noch von früher, zum Beispiel an einem Sonntag oder an Neujahr oder an Weihnachten. Dann gibt es halt einmal Bratkartoffeln, Wiener Schnitzel, Braten oder im Russischen zum Beispiel Pilmeni. Und dann wird dann alles zusammengemischt mit Vorspeise, Nachspeise, wird noch Wasser getrunken und man fühlt sich einfach nur schlapp, möchte dann am liebsten noch auf der Couch eine Runde schlafen. Hat eventuell auch noch so einen Gehirnnebel, das habe ich auch noch früher gehabt, da wo man auch nicht mehr klar denken konnte. Und das habe ich halt einfach nicht mehr. Also nach einer Mahlzeit bei mir, die halt dann zum Beispiel sehr wasserreich ist oder durch Früchte, dann kann ich zum Beispiel rausgehen im Garten, was machen, bin aktiv, freue mich an der Bewegung, kann zum Beispiel auch manchmal Bäume ausreißen, so energiegeladen bin ich. Und da kannst du einfach was machen, bist du auch im Kopf klar, kannst da mal ein paar Bücher lesen oder irgendwelche Denkaufgaben auch mal ein bisschen meistern. Und bisschen die Fantasie auch spielen lassen und das merke ich halt einfach durch die Rohkost. Also da habe ich ja selbst die Vergleiche, die ich früher hatte und die ich auch heute hatte und die sehe ich auch natürlich bei meiner Familie, wenn die mal was essen, dass die ein bisschen träger dann auch werden. Und zumal ich halt der einzig sportlich Aktive bin bei mir in der Familie. Aber was halt ich auch festgestellt habe, dass die Rohkost und die schleimfreie Heilkost, das unterschätzen sehr viele, auch eine emotionale Entgiftung einzig mit herzieht. Also das wäre dann einfach Sachen auch in den Organen gelöst, die man sich so reingefressen hat. Also viele nutzen ja einfach das Essen als Ventil, um irgendwelche Konflikte oder Emotionen oder Gefühle runterzudrücken, weil man halt durch dieses ganze Fastfood oder durch dieses ganze Deftige sich mehr oder weniger betäubt. Ist ja einfach, dann, wenn man sich auf die Couch legt und nichts machen möchte und dann so ein stumpfes und dumpfes halt Gefühl dadurch hat, dass man sich einfach da mehr oder weniger betäubt, um irgendwelche Konflikte nicht anzugehen. Und hier. Und durch die Rohkost, die halt sehr leicht ist, verdaust du halt viel schneller. Und da habe ich es auch bei mir zum Beispiel festgestellt, wenn ich halt irgendein Problem oder Konflikt hatte, ich konnte es nicht mehr mit Essen dämpfen oder ich konnte es dann nicht mehr irgendwie lösen. Das ist dann, wenn ich dann gegessen habe, ist dann kurz weggegangen und eine halbe Stunde später, wenn ich das Problem nicht angegangen habe, dann wird es halt immer schlimmer, bis ich halt das Problem angegangen wird. Also du kannst dich einfach mit der Rohkost dann nicht mehr betäuben. Das ist nicht mehr möglich. Du hast dann die volle Energie. Wenn dein Körper zu Ende verdaut hat, was halt bei der Rohkost zum Beispiel, wenn man die mit Monomahlzeit macht, sehr schnell geht, dann hast du einfach die Energiezeit und kannst dich dann wieder irgendwie eigentlichen Probleme bei dir kümmern und dann kommen halt irgendwelche Konflikte hoch, zum Beispiel auch von den Organen, die sich dann lösen, die man da sich hineingefressen hat, die brechen dann auch auf und dann kommt dann diese emotionale Entgiftung und die sollte man da auch nicht unterschätzen. Aber wenn man die überwunden hat, also diese emotionale Entgiftung oder diese Konflikte mal bearbeitet hat, dann ist es wirklich ein schönes und befreiendes Gefühl, wenn man gelernt hat, loszulassen und es einfach ziehen zu lassen. Hat einfach viel mehr Energie und viel mehr Lebensfreude. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Darüber hinaus muss ich auch gar keine sogenannten Reizmittel nehmen. Darunter fallen zum Beispiel bei mir Tee, Ingwer, Kurkuma, andere scharfe Sachen. Bei manchen ist es sogar auch noch Alkohol. Das heißt, für diese Sachen ich nicht mehr brauche, um
Energie zu tanken oder irgendwie mich aufzupushen. Also ich brauche keinen Kaffee auch zum Beispiel mehr. Solche Sachen, um irgendwie wach oder aktiv zu sein. Ich muss einfach nur in die frische Luft gehen, bisschen mich bewegen, aktiv sein und schon habe ich dann meine Energie. Ich muss da gar keine Reizmittel da zu mir nehmen. Zum Beispiel auch mit dem Ingwer oder Kurkuma. Ich wärme mich ja schon so selber, deswegen trinke ich das auch gar nicht mehr. Und da merke ich dann auch selber, dass wenn ich solche Sachen trinke zum Beispiel, also wenn ich bei Freunden zum Beispiel einen Saft nippe oder irgendwie sowas mit Ingwer und Kurkuma, dann merke ich ganz genau, dass es mir gar nicht mehr so passt, dass ich nicht mehr so viel Scharfes essen kann. Es brennt sogar, wenn ich nur daran rieche, schon ziemlich stark an den ja, im Gesicht halt auch oder in der Nase halt. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich da halt auch festgestellt habe, je weiter man mit der Rohkost geht, dass man viel mehr angezogen ist durch Düfte, also woran ich sehr gerne rieche, auch wenn ich das nicht esse. Also wenn da noch ein bisschen zu scharf ist, zum Beispiel am Basilikum, Rosmarin gehört auch dazu, wo ich gerne schnuppere, an Blumen, dass man sich da schon ziemlich genährt und gesättigt fühlt, nur durch die Düfte, die allein in der Luft rumschweben. Und wenn man das dann so ein bisschen durch die Luft aufnimmt, das ist auch ein sehr erfrischendes Gefühl. Und zum Abschluss dürfen die kognitiven Leistungen auch nicht fehlen. Die werden ja zum Beispiel vermehrt durch das intermittierende Fasten oder Fasten an sich erhöht. Das habe ich ja auch in meinem Video zum Intervallfasten gesagt mit dem BDNF, also Brain-Derived Neuronic Factor, dass sich da einfach im Gehirn neue Nervenzellen bilden und dadurch auch viel mehr lernen kann. Und da auch wieder ein wichtiger Punkt, wo ich Vera Birkenbiel zum Beispiel sehr empfehle, dass man sich doch mal einfach mal anschauen sollte, was denn überhaupt wirkliches und richtiges Lernen ist, was gehirngerechtes Lernen ist und sich darauf auch ein bisschen, sagen wir mal, fokussiert und sich einfach, also zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass ich mir Sachen aneignen kann. Ich bin ja sowieso jetzt selbstständig hier mit dem ganzen YouTube und mache halt, was ich möchte und schaue mir einfach so Sachen an, die mir einfach Interesse und Spaß haben und da merke ich einfach, dass ich das viel schneller aufsaugen kann, viel schneller irgendwie die Verbindungen knüpfen kann, Assoziationen und da halt auch viel schneller Nervenbahnen aufbauen kann, wie ich auch vorhin erzählt habe. Wenn man halt fastet zum Beispiel, ist auch der Kopf klarer und allgemein durch die Rohkost ist an der Birne ist halt ziemlich vieles klar, hat man keinen Gehirnnebel und man kann halt einfach schneller lernen. Also von daher kann ich auch nur jedem empfehlen, mal die Ernährung umzustellen und mal auch eine längere Zeit zu fasten. Da weiß man dann, was man eigentlich in der Lage ist oder beziehungsweise was das Hirn mit jedem Jahr an Leistung gewinnen kann, was sehr beachtlich ist. Die Veränderung beginnt bei dir und ich kann es nur jedem empfehlen, mal die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret auszuprobieren und da seine eigenen Erfahrungen zu machen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt die Zeit habt wie ich, um einige Bücher zu lesen und auch die 5 Jahre an eigenen Erfahrungen und Tests machen wollt, ich habe unten einen 22-Tage-Kurs in die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret, der veganen Rohkost und dem Fasten, wo ich euch einfach die wichtigsten und wesentlichen Punkte kompakt mitteilen möchte. Findet ihr unten in der Videobeschreibung, kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal sich mehr mit der Thematik beschäftigen möchte und einfach auch Zeit spart, indem er halt sozusagen einen Beschleuniger von mir bekommt. Woher kommen Sie? Welche Institutionen sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich weiß ganz genau, dass viele meiner Zuschauer diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Das sehe ich natürlich alles. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, ob ihr schon Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost gemacht habt oder auch in gewissen anderen Ernährungsweisen, ob sich da irgendwas mit der schleimfreien Heilkost zum Beispiel deckt, beziehungsweise mit meinen Erfahrungen, würde mich da auch sehr gern interessieren, welche Experimente und Erfahrungen ihr da schon alles gemacht habt, beziehungsweise durchgezogen habt. Und sonst findet ihr noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung auf meiner Webseite, Telegram, PayPal, Patreon, Amazon-Links auch zum Beispiel. Findet ihr alles, wie ihr das Projekt hier zum Beispiel unterstützen könnt, damit ich für euch weiterhin Videos hochladen kann, weiterhin für euch auch Videos zur Permakultur machen kann. Und ja, sonst freue ich mich auch, wenn ihr das Video an Freunden, Bekannten und Familien weiterleitet, es teilt auf Social Media Plattformen, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Und das ist auch nochmal eine zusätzliche Unterstützung für mich. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.